Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge vom Let's Play in Singleplayer. Ja, also in dieser Folge machen wir mal was ganz was anderes. Zwar wir begeben uns mal in die Optionen und schalten den Ton ein. So, das ist mal ganz was Neues. Ja, ihr hört schon den Hund bellen. Den zweiten haben wir ja oben im Haus vergessen. Egal. Wir gehen in dieser Folge in den Nether und organisieren uns Netherwarzen oder wie die Dinger da heißen, keine Ahnung. Ich glaube Netherwarzen. Also nehmen wir gleich mal etwas Erde mit. So, an erster Stelle, zweiter Stelle und Erde an dritter Stelle. So, und den Fackelloch. Gut. Jetpack ist voll, Labpack machen wir schnell noch voll. In der Zwischenzeit gehen wir schnell noch den Miner besuchen, wollen wir ihn finden. Oh, das ging ja schnell. Ja, zuletzt war er hier, das heißt, jetzt war er hier, dann müsste er hier sein, genau. Zack, holen wir da schnell alles raus, was wir brauchen können, das und das, mehr brauchen wir nicht. Zack. Lup, hier rüber. Einfach hier alles rein, was wir haben. So, genau. Und hier rein. Türe zu und Schluss hier. Dichter rein, dichter raus. Auf, nee, aufsetzen brauchen wir das noch nicht. Fackeln brauchen wir jede Menge. Etwas an Rüstung wäre nicht schlecht gewesen, ja. Bauen wir uns wenigstens so einen Helm aus. Irgendwas. Aus was könnten wir einen Helm bauen? Komm, wir bauen ihn einfach aus Diamanten. So. Und ich glaube, die Stiefel gingen ja so irgendwie, ne? Ich baue das jetzt einfach, weil wir haben eh Diamanten im Nether, also scheiß drauf. Ne, wir brauchen Stiefel. Wie gingen die denn so, oder? Ne, das ist der Helm. So. Zack. Und wir haben ja noch über ein Stack Diamanten im Nether. Das soll uns das nicht interessieren. Später bauen wir sowieso die Quantumrüstung, dann ist das eh egal. So, runter in unser Portal. Wir brauchen ja so eine komische Festung, weil die wachsen ja nur in dieser Festung, glaube ich. So viel ich weiß. Ja, für was brauchen wir die Sachen? Wir brauchen die für Braun. Ich habe da schon mal geschaut, hier hinten irgendwo haben wir eine Festung. Ja, wir sollten hier mal selber halber einen Wegpunkt setzen, dass wir ja wieder zurückfinden. Ah cool, da kann man auswählen. Von welcher Welt man die hier einfach okay ist, egal wie der heißt. Wichtig ist, dass wir einen haben. So, hier hinter irgendwo. Ich muss mal tun, die Geräusche etwas leiser schalten, weil das nervt mich. Hier ziemlich. Hier hinter, glaube ich, war das. So. Na komm, lauf. Ich hoffe es halt, dass ich hier richtig bin. Jetzt ist die Frage, ob das stimmt, ne? Ich hoffe, das stimmt wirklich. Es mich nicht täuscht, war hier ganz da hinten. Das heißt, wir müssen eigentlich... Warte, ich kann mal testen, ob das funktioniert, wenn wir... Wenn das Distanz höher setzen. Na, da sehen wir auch nicht viel mehr. Weil der bei 30 FPS nicht so schnell ladet. Aber wenn ich mich echt nicht täusche, dann war hier hinten in dieser Richtung da hinten ein. Also wir riskieren einfach und fliegen hier mal rüber. Auf die Insel hier. Und ja, wir hatten recht, ihr seht es. So, wir bauen uns hier mal einen kleinen Turm, dass wir wissen, hier müssen wir hin. Und das war in die Richtung. Also bauen wir auch hier einen kleinen Pfeil,
dass wir dann später echt wissen, wohin wir müssen. Klar, wir haben unsere Karte, aber trotzdem. So. Ach Mensch. Na egal, so in die Richtung da. Das werden wir wohl rausfinden. Ach Menno. Haben wir hier noch, ja. Hier sind jede Menge von diesen Skelettschweinen, die Zombieschweine heißen die. Da könnten wir eigentlich auch einige erlegen, aber na egal. So, wir müssen dann hier rauf noch. So, geht eigentlich der Hovermod? Ja, funktioniert. Ein paar Fackeln ran, damit ihr auch was seht. Wir können ja hier mal die Helligkeit höher drehen. Dann ist das nicht so dunkel hier. Auf alle Fälle müssen wir hier immer darauf achten, dass wir wissen, wo wir sind und auf diesen komischen Monster da aufpassen. Soviel ich weiß, gibt es ja die Dinger nur bei Aufgängen oder so. Let's down. Ah, hier hinten sind sie schon. Seht ihr das? So. Das ist ja schon mal spitze, wir haben sie schon gefunden. Und nicht mal Probleme mit Monster bekommen. Ah, hier müssen wir aufpassen, dass wir hier das nicht drüber lassen. Na okay, das ging ja ziemlich schnell hier. Kann man die eigentlich irgendwie vermehren oder nicht? So, wir brauchen das Sand dazu, soviel ich weiß. Das ist ja normaler Soul Sand. Das ist dann nicht so schlimm. Ah, hier ist auch noch mehr, also spitze. Das geht ja ratzfatz. Ich habe mir nicht gedacht, dass das so einfach wird, hier etwas zu finden. Aber anscheinend hatten wir Glück. Ah ja, genau. Die können ja noch wachsen. Dann bekommt man wahrscheinlich mehr oder so. Die kann man hier wieder einsetzen, ja. Die können wir eigentlich eine Farm draus bauen. Mit VFB, glaube ich, das funktioniert ja, eine Nether-Warzen-Farm. Ja, wieso? Weil wir wollen ja hier dann später auch noch ein paar Sachen brauen. Und wie ich weiß, braucht man ja für das erste Getränk ja schon Nether-Warzen. Aber ich bin mit diesen Brauen hier nicht so ganz ja, ich habe mich da nicht wirklich eingelesen, aber ich habe gesehen, dass man das braucht. Deswegen müssen wir das organisieren. So, wir haben 30 Stück. Ich schätze mal, das müsste eigentlich reichen, oder? Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das reicht, aber wir nehmen noch ein bisschen Soul Sand mit, oder was das sein soll. Ich glaube Soul Sand, naja, Seelensand. So. Laufen wir hier noch ein bisschen rum, ist ja egal. Mach halt die Klappe da. Ich möchte ja mal auch hier schauen, was da alles gibt. Hier rote Pilze. Die braucht man, ich glaube, auch, so viel ich weiß. Okay, das ist Gold, das nehmen wir auf alle Fälle mit. Ich glaube, die roten Pilze braucht man. Ne, die rote nicht, sondern die hellen braucht man. Weil wir brauchen noch später Wurftränke. Und das ist Soul Sand. So. Hier draußen ist unser ein Loren-Dingsbums-Tier. Da habe ich... Die schießen irgendwie komische Sachen. Okay, da geht's tief runter, da wollen wir nicht runter. Ach, halt die Klappe hier. So, die haben ja auch öfter solche komischen runden Dinger. Wie nennen sich denn die? Keine Ahnung, wie sich die nennen. Diese Golddinger, die brauchen wir auch. Die kann man eher aus diesen Loren machen hier. Ich kann auch fliegen. Das weißt du, ne? Ja, du kannst mir wehtun, okay. Das wollte ich nicht. Ach Mensch, lass mich in Frieden hier. Lass mich in Frieden sterben. Kommst du oder wie? Nö, hast du Glück gehabt. So, die Pilze brauchen wir.
Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir hier reingekommen sind. Dann schauen wir, dass wir irgendwo rauskommen. Ach Mensch, da wollte ich nicht hin. Merk hier. Ach Mensch, er kommt. So, jetzt habe ich die aber. Ja, wir haben nichts gegen Feuerheilung hier. Egal. So, der hat ja diese Lorenroute. Die brauchen wir ja. Hier sind Fackeln. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Was tust du hier? Schleich dich. Hier runter. Ach Mensch, jetzt kommt ein Geist auch noch dazu. Hier runter war das. Schleich dich weg hier, so. Wie, du sagst was. Hier irgendwo entlang. Hier, ja, das sieht man ja eh schön. Wir haben ja die Fackeln. Genau, und dann hier rüber. Irgendwo hier war das, ne? Ah, hier, genau. Deswegen habe ich eben das extra so gemacht, dass man das sieht. Jetpack ist noch voll, ja. Wo war der jetzt? Da hier hin. So, wir fliegen in die Richtung. Dort oben müsste schon eine Fackel zu sehen sein. Nee, eigentlich nicht, aber egal. So, jetzt müssen wir dann mal so, dass wir heraufkommen. Und hier irgendwo, ah, hier sind die Fackeln, ihr seht es. Komischerweise ist, manchmal kann ich hier im Nether fliegen und manchmal nicht. Keine Ahnung, so, aber... Ob doch jetzt kann ich fliegen, dann... Hier müssen wir nicht drüber, oder? War das so klein, der Durchgang? Aber es scheint so richtig zu sein. So, irgendwo hier. Ach, hier unten, glaube ich, oder? Was sind denn gerade für eine Pilze? Das sind rote, aber ich glaube, die brauchen wir auch. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber... Egal, wir nehmen einfach mal ein paar mit. Was ist das da vorne? Warum sind die so komisch? Ach, das ist wahrscheinlich nur... ein Texturenbug oder sowas. Gut, ja, hier sind wir eh schon zu Hause. Hier nehmen wir noch die Bilder mit, weil die brauchen wir mit Sicherheit, das weiß ich. So, so. Wir brauchen uns schöne Tränke machen, alle verschiedenen. Und ich glaube, für die Tränke, mit denen man Schaden macht, brauchen wir die. Gut. Ja, dann gehen wir wieder nach Hause, dann war es das eigentlich soweit. Hier ist ziemlich dunkel. Ja. Rein hier. So. Die Frage ist, wo bauen wir das dann hin? Ach ja, ich habe noch was gemacht. Zwar habe ich hier oben einen Raum gebaut. Hier. So, der ist etwas größer. Hier ging unsere Leitung. Die habe ich nach unten versetzt. Das wird unser Computerraum, den was ich angedeutet habe, da kommt hier überall noch eine Schicht Refined Stone drauf, auf dem Boden, auf der Decke und an den Wänden. Hier auch, da kommt dann eine schöne Tür rein, eine Schiebetür aus Refined Stone. Also so richtig ein Überwachter. Ja, hier unten ist das Lager, hier unten unsere große Werkstatt. Nachdem ja hier eine Reihe Refined Stone drüber kommt, wird man das ja hier alles nicht mehr sehen. Also das heißt für uns, wir müssen dann auch noch jede Menge Refined Stone machen. Um da alles dicht zu machen. Ja. Also das wird ein geschützter Raum. Auch mit Codeingabe und so weiter. Schauen wir, was ich mir da noch einfallen lassen werde, wie wir den betreten können. Auf alle Fälle werden wir hier drinnen viel die ganzen Wiesel-Controller und alles reinstecken. Und ja auch die ganze Anlage, was ich gesagt habe, ich will ja hier draußen alles überwachen. Ja, was willst du von mir? Okay, ja. Alles überwachen, ob zum Beispiel so wie der hier Monster in der Nähe sind. Und das will ich mir dann alles hier irgendwo auf einem Monitor anzeigen lassen. Und vielleicht hier oben so. Wo sich gerade Monster befinden. Eventuell wie viele. Also ist ja mittlerweile alles machbar.
Mal schauen, das mit Kombination aus Computerkraft und Pieselcontroller kann man das sicher etwas machen. Ja, wir haben jetzt jede Menge Honigtropfen, weil ich habe das noch etwas laufen lassen, versehentlich eigentlich. Da müssen wir auch mal die Weiterverarbeitung machen. Hier habe ich einen Durchgang gemacht, rauf zu unserem Haus. Hier kommt dann, das können wir eigentlich gleich machen, ein Elevator rein, weil eigentlich müssten wir ja noch haben welche. Soviel ich weiß, genau. Haben wir ja neue gemacht. Oder ich zumindest, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben das zusammen gemacht. Zack, und dann können wir hier einfach draufsteigen. Zwei, und dann kommen wir oben in unserem Haus raus. Ja, es ist... Und der Hund zeigt uns den Arsch. Weg da. Ja, es ist denn unten eine blöde, wirklich blöde Dings, aber ich habe auch hier schon ein Loch runtergebuddelt. Ich weiß gar nicht, wo wir da rauskommen. Das machen wir einfach mal zu. Das ist blöd hier. Ja, und hier können wir dann immer schön runterschauen. Hier will ich ja sowieso einen Balkon rausmachen. Also eine Terrasse. Ja, die Tür. Hier habe ich den blöden Stein rausgenommen, weil der nervt. Gut. Dann verabschiede ich mich einmal hier in unser schönes Bienenhaus, was alles einwandfrei funktioniert hier. Hier fliegt eine rote Biene. Also, ciao und viel Spaß beim Anschauen. Lasst euch überraschen, was wir noch machen. Tschüss.